immer direkt nach den Matches nicht direkt verloren. Wir sehen tatsächlich... Oh, wir sehen sogar Sephiroth. Ja. Kann ich aber gut verstehen. Also wahrscheinlich hat er keinen Bock auf Sonic die Idee gehabt, weil Sephiroth hat da ein bisschen mehr Spaß auf jeden Fall. Ja. Genau. Okay, krass. Und wir sehen King DDD. Genau. Hast du den schon mal gesehen, die Karte? Weißt du so ein bisschen, was so sind? Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Genau. Was du halt sehr oft siehst, ist dieser Gordo, den er werfen kann. Das ist ja quasi dieser Spikeball. Mhm. Das ist seine Side-B. Das ist so der grundlegende Gameplan von DDD. Er will diesen Spikeball werfen, ja, den er jetzt wahrscheinlich direkt machen wird. Genau, da hat diesen Spikeball, damit die Gegner treffen und daraus eben kombonen und die Gegner zuletzt springen. Ja. Das ist das Grundlegende. Was ihm auch besonders ist, DDD hat sehr viele Jumps. Die meisten Charaktere haben eigentlich nur einen Double Jump. Mhm. Bei DD wirst du sehen, der hat sehr, sehr viele. Ich glaube, 5 oder 6 Stück. Du siehst da dann mal noch einen und noch einen. Ja. Da unten ist er noch sicher. Das ist eigentlich ziemlich entspannt. Da stehe ich mal sehr gespannt, wie das hier funktionieren wird. Ja. Genau. Das, so, das ist die Wing-Mechanik von Sephiroth. Das ist auch sehr interessant. Wenn Sephiroth halt viele Prozente kriegt, kriegt er diesen Wing. Das macht ihn einfach nur stärker. Ah, okay. Heißt, er kriegt Double Jump mehr und alles von ihm macht mehr Schaden, mehr Damage, er ist ein bisschen schneller. Also je mehr du gedamaged bist, desto mehr so mit Sephiroth dann wahrscheinlich hin. Genau, also es ist so, du hast so einen bestimmten Prozentbereich. Ab dann wird dieser Ring ausgelöst und dann ist er stärker. Ah, und er verliert dann den, da er jetzt das Stock verliert, hat diesen Ring nicht mehr, so verliert er eben diesen Ring, oder indem er selbst zu viel Schaden macht. Ja. Das sind die beiden Optionen, wie er den Ring verlieren kann. Naja, und ja auch, also ist auf jeden Fall ein schnelles Match bisher, ne? Ja, also es war richtig schnell, muss ich sagen. Die beiden halten jede Sekunde rein. Ja. Obwohl das eigentlich eher recht defensiv veranlagte Charaktere sind. Ja. Ist auch vollkommen fein. Sieht auf jeden Fall, ich sehe schön das Stocklied von See wie bisher. Auch die Side-Bees sind zwar gefährlich, du siehst halt, er macht diese Kugeln und die explodieren jetzt nach einer gewissen Weile und machen Schaden. Da, und dann kannst du rauskommen und sogar. Sehr schöne Awareness an der Stelle. Und generell, man sieht so ein bisschen den L, der kommt eben nicht von der Ledge weg, der wird die ganze Zeit ein bisschen gejuggelt. Ist natürlich auch so eine der Stärken von Sephiroth. Oh, das, da armut er durch, das ist der Sheet weg. Ja. Das ist eine sehr komische Interaktion, was da gerade passiert ist. Sah auf jeden Fall gut aus. Ja, aber da ist der Jump Beat. Damit so schnell kann's gehen. Match Nummer 1 an Sebi. Genau. Also die Interaktion gerade war sehr, sehr funny. Und du siehst, Sebi Sephiroth hat eben was gecharged, so ein Projektil, was super viel Schaden macht. Aber DDD hat eben sogenannte Armor auf seinem Move drauf, wenn der runterfällt, auf dieser Abbie, die er gerade gemacht hat. Heißt, er kann kein Knockback kriegen, wenn er diese Armor hat. Heißt, diese Armor hat die komplette Nutility getankt von Sephiroth. Und der Move von DDD kann eben auch noch Speedbreaken. Ah, dass man da eigentlich mal drauf landet. Und anscheinend wusste Sebi nicht, dass diese Armor so lange aufhält und hat dann eben den easy Feedback bekommen. Ja. Habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen, tatsächlich. Ja. War sehr interessant. Ja, wir sehen die Switch auf Mega Man. Einmal der erste Charakterwechsel tatsächlich innerhalb eines Matches, den wir jetzt on Stage haben. Sehr spielerabhängig, wie Leute das mögen. Die meisten bleiben wirklich auf einem Charakter, außer du hast ein bestimmtes Matchup, wo du unbedingt einen anders haben willst. Ich denke, wir werden so von den Top-Seeds heute, von den besten Spielern, unbedingt immer nur einen Charakter sehen, vielleicht zwei. Aber die meisten haben wirklich einen festen Charakter, den sie eingespielt, den sie geübt, den wissen sie einfach am meisten und auf dem bleiben sie auch. Ja. Mega Man ist auch ein sehr projektillastiger Charakter, wie du sehen kannst. Er kann eben da dieses Side-Beat schießen, er kann so seine Metal Blade holen, das er gerade gemacht hat. Ja. Ja, auch er ist so ein sehr zonenlastiger Charakter, der so eine Space kontrollieren will, den Gegner in seiner bestimmten Zone halten will. Aber hier sehr schön. Das gerade, ich will nicht alle Mechaniken erklären, aber so ein paar einfache, war sogenannte Two-Fame. Heißt, wenn der Charakter Select kommt, sei es mit einer Abbie, sei es mit einem Air-Dodge oder sowas, hat er so ein kleines Window, wo er gerade anfängt, die Ledge zu halten. Wenn du dieses Window quasi punisht mit irgendeinem Angriff, das sind meistens 2 Frames, wenn du da eine Hitbox raushaust, wird der eben abgefangen und kann dich recovern. Ja. Das kann Sephiroth sehr schön machen. Da auch sehr schön das Spike an der Stelle. Und wieder Stocklead für Sebi. Generell, beide spielen super aggressiv. Und Sebi schafft es immer sehr schön, das Stocklead zu halten. Und aufzubauen, auch sehr schöne kleine Combo hier. Und auch da wieder, eigentlich sehr simpel. Sebi weiß eben, okay, den L wird jetzt irgendwas benutzen, drückt dann eben die Side-B und kriegt da sehr viel Damage drauf. Ja, das ist wirklich sehr, sehr dominant hier tatsächlich. Genau, das ist auch ein Konter, den wir gerade gesehen haben, der ist auch sehr gefährlich, weil er so viel Schaden machen kann. Schön, dass wir immer noch den Sephiroth-Song gerade haben. Ja, er wurde extra angemacht, ich hab's genau gesehen. Aber passt dann natürlich sehr gut, ne? Ja, genau. Hilft vielleicht auch dann ins Feeling reinzukommen, ne? Im Charakter. Auf jeden Fall. Also ich finde so, die Musikauswahl für mich ist super, super wichtig. Ja. Weil ich kann nicht mehr spielen, es gibt so viele Songs in diesem Spiel. Ja. Und wenn dann irgend so ein komischer Pac-Man-Song kommt und du bist so, oh, ich will jetzt gewinnen, es geht um was, dann kommt da die ganze Zeit dieses Tü-tü-tü-tü, das ist einfach kein gutes Mindset. Ja. Das stimmt natürlich. So, jetzt hier tatsächlich letzter Stock von DNL.
Genau. Also das ist Best of 5, halt selbst wenn Sebi hier gewinnt, hat er immer noch eine Chance, das Ganze durchzuholen. Genau. Aber ich sehe ja wirklich alles sehr, sehr gut von Sebi. Auch hier wieder der Konter von Sebi ist super gefährlich, weil er so viel Schaden macht. Ja. Hier wirklich sehr, sehr stark, ne? Also was da alles rausgehauen wird. Ja, man sieht echt so ein bisschen, Sebi ist gerade der wirklich so das Spiel kontrolliert. Ja. Er weiß, okay, ich kann jetzt die Aktion machen, ich habe dich unter Kontrolle. BNL muss eben versuchen, so ein bisschen zu reagieren, so ein bisschen auf seinen Gameplan einzugehen. Oh! Ja, das geht schon. Ja. Da wollte Sebi unbedingt ausweichen. Ja. Hat es aber nicht geschafft. Na, trotzdem ist das Mega Man auf 90%. Sephiroth kann auf jeden Fall schon gut killen, vor allem mit dem Edgeguard. Ja. Und da wieder der Konter. So einfach geht das. So. Oh. Da ist eigentlich Erdogs. Er lebt tatsächlich. Ja. Aber er macht einfach nochmal so, ey, es hat funktioniert. Ja. Ja. Gerade so ein bisschen am Rand gecatcht, aber das reicht eben hier, genau, bei 150%. Ich meine, so einfach kann es halt einfach gehen. Wenn du halt so eine Option hast, du siehst, ey, hat funktioniert, ja, ist stark, einfach nochmal drücken. So, warum sollte man was ändern, wenn es funktioniert hat? Ja. Das ist auch immer, wenn, also ich spiele auch häufig dann gegen Leute, die auch das Spiel nicht können. Hm. Und ich spiele dann gerne Projektil-Champions. Und dann stehe ich da einfach so für ein paar Sekunden und schieße einfach nur mal meine Projektile. Funktioniert manchmal echt gut. Ja, ist wirklich klasse. Das ist halt auch ganz schön, dieses Spiel an so, je niedriger das Level ist, desto mehr Sachen funktionieren einfach. Du kannst machen, was du willst. Das wird funktionieren. Ja, ja, ja. Wir sehen tatsächlich jetzt das interessante Counterpick von Sebi, obwohl er gewonnen hat. Ja. Geht auf Sonic. Oh ja, das ist jetzt ein bisschen durch die Gegend speeden. Ja. Ich glaube, es wurde trotzdem der Sephiroth-Song angemacht. Also Das ist auch da. Ah, nee. Genau. Ach. Man kann ja leider nicht auf jeder Stage jeden Song spielen. Ah, ja, okay. Auch wenn es schön wäre. Aber quasi, du kannst auf Battlefield, Final Destination und Small Battlefield alle Songs wählen, die es gibt. Ja. Aber so auf Smash Bros. Kannst du Animal Crossing-Songs wählen, das ist dann Animal Crossing-Stage. Ah, ja, okay. Was ein bisschen schade ist, weil die Songs teilweise halt nicht so hype sind. Aber es ist halt auch ganz, ganz lustig. Ein bisschen entspannte Farming-Musik einfach. Genau. So, und eben war Sebi ja sehr aggressiv mit seinem Sephiroth. Ich glaube, dass Sonic das auch sein wird. Da sieht es danach aus. Sieht, also das kann halt Sonic machen. Er kann aber von Stage zu Stage springen, ein bisschen aufladen. Ja. Jetzt auf der Seite, jetzt ich bin auf der anderen Seite. Ich habe schon mal Sonic gespielt. Ich habe nur dann das Problem, wenn so, mit so Charakteren, die so chargen, irgendwo hin in eine Richtung laufen, dann fahre ich meistens von der Stage einfach runter. Und dann, dann war es das wieder. Da war ich mal sehr vorsichtig. Aber oh, der Hint ist natürlich schon sehr stark. Ja. Oh, der Kombo da sogar weggekommen raus. Ja, das ist der erste Stock. Und das ist mal so ein kein cooles Szenario, wenn du Sonic spielst, der hat das Stop-Lead. Mhm. Weil jetzt kann er theoretisch, wenn er will, weglaufen, 6 Minuten lang und dich auscampen. Macht zum Glück Sebi nicht. Ja. Der weiß einfach, hier, er kann seine Warnung ein bisschen pushen, ein bisschen spielen einfach. Man sollte auch so gut fühlen, hat keinen Grund, hier einfach zu campen. Man sieht ja, der Grund dahinter, der Gameplan von Sonic ist wirklich, er läuft weg, charge seinen Spin-Dash, dann muss ich da eben reacten oder ein bisschen guessen, okay, wo genau kriege ich da hin. Jo. Aber wird hier wieder gut in Luft gehalten. Ja, genau, das wird das Edge-Guarding, ist hier sehr schön. Von Sebi. Oh, da. Okay. Ja, es ist immer. Ach, es gibt so viele kleine Interaktionen in diesem Spiel, die hier auftauchen. Ja. Du siehst, war gerade eine Blastzone, war auch lebendig. Er hat Wegedung damit seine Birdbox quasi vergrößert und ist in die Blastzone sich selbst geschubst. Ah, und deshalb ist gerade gestorben. Ah. Deshalb drücken Leute in der Blastzone eigentlich kein Airdodge oder irgendwas, weil die manchmal ihre Birdbox dadurch vergrößern und sterben. Ah, ja, ich sehe. Das ist halt so ein super, super Anfängerfehler, der einfach passieren kann. Es war so zu sehen, dass es einfach auf jedem Level passiert. Ja. Man sieht Sebi an durch die Edgeguarden, wollte den Erdos catchen, hat es ein bisschen mistimed, ist okay. Aber geht er weiter für die Edgeguards. Ja, wird da echt gut rausgehalten, naja. Ja, das ist der F-Smash. Ja, man sieht einfach generell so, landen ist super, super schwer für BNL. Und da irgendwie wieder festen Boden an den Füßen zu kriegen, echt schwierig hier. Muss jetzt hier irgendwie zurück, weil, wenn er jetzt das Match hier wieder verliert, dann geht hier Sebi mit 3-0 raus und gewinnt das Best of 5. Oh, das war sehr schön. Mal schauen, ob er jetzt den Edgeguard zu Ende bringen kann. Ah, ist sogar so tot. Sehr schön. Ich meine, so schnell kann es gehen. Ja, eben. Also, das kann ganz, ganz, ganz schnell gehen. Man ist jetzt hier beide auf einem Stock. Und für DNL zählt es natürlich ein bisschen mehr als für Sebi hier. Ja, auf jeden Fall. DNL, man hat immer diesen Druck, vor allem DNL gerade. Okay, das ist hier. Wenn ich jetzt diesen Stock verliere, war es das im Winners Bracket. Ja. Also klar, ist auch halt so schlimm, ist noch Losers Bracket. Und trotzdem ist dieser Stock so wichtig. Man sieht auch, dass ich DNL, ich bin so viel besser. Plötzlich. Ich bin so viel defensiver. Weil er jetzt eben weiß, okay, Moment mal, jetzt muss ich mal wirklich alles geben. Ich will ihn nicht schon verlieren. Ja. Ich kämpfe gerade so ein bisschen zurück. Ah, kriegt aber die Hits rein, leider. Ja, genau, man sieht eben. Oh, sehr schön. Oh, der Uphill wär schön gewesen, wenn er getroffen hätte. Man sieht hier, je mehr Prozent desto schlimmer wird es einfach, weil langsam killt auch so diese Warn-Hits von Sonic. Oh, der hat getroffen. Der ist hat eindeutig getroffen. Das ist 3-0 für sie. Ja, sehr, sehr stark, auch sehr dominant, ne, muss man ja sagen.
Da auf jeden Fall erst 2 mit 10 voraus und dann.